Und nach weniger als einer halben Sekunde Pause zwischen den zwei Videos bin ich wieder da. Mini Motorways ist back. Mit Problematiken bei gelben Häusern. Wunderschön. Oh mein Gott, die sind nicht connected, ich Affe. Ich dachte die ganze Zeit, die wären connected, ich Schlaubi-Schlumpf. Und wundere mich, warum die da nicht abfallen. Alter, was ist denn das für ein Crap hier? Pause. Pause, 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 Pause. So, kleiner Außenweg. Warum mache ich jetzt so eine, ich sag mal, sehr Außenroute, damit die Autos halt in den Kurven mehr Speed behalten können? Und ich denke, das wird auch noch gemanagt von denen da oben. Ich hoffe es, inbrünstig. Wenn nicht, haben wir halt ein Problem. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, so könnte man rein theoretisch machen, dann darüber und dann da lang. Aber das will ich nicht so gerne. So, guck mal, perfekt, noch ein grünes. Obwohl, dann mache ich lieber so. Was sagt jetzt Rot? Rot sagt, noch in Ordnung. Es ist voll, keine Frage, aber es ist jetzt nicht katastrophal. Dunkelblau hat keine Autos mehr. Aber Dunkelblau darf sich jetzt nicht erhöhen. Wenn wir bei Dunkelblau mehr kriegen, müssen wir da oben die Autobahnstrategie bauen. Und ich sehe uns da ehrlicherweise sehr auf der Autobahnstrategie. Das könnte hier, by the way, die Rettung sein. Dann mache ich nämlich, dann kapseln wir das Haus ab und machen nur zwischen den zwei Häusern dann die Autobahn. Oder wir machen die Autobahn da hoch. Die Frage ist, brauchen wir unter den Umständen die rote Autobahn noch? Weil wir haben jetzt hier zwei rote Häuser. Das heißt, das hier wird nur von den zwei Häusern aktuell gepowert. Das reicht. Das hier wird von den zwei Häusern gepowert. Mal sehen, ob es reicht. Unter Umständen brauchen wir die Autobahn da gerade gar nicht. Was wir aber auch für eindeutig brauchen, ist die Autobahn an der Stelle jetzt. Und zwar... Na... Eindeutig. Und zwar dort als Anschluss, bitte. Ich würde sie aber gerne genau so haben. Dass da vielleicht noch ein, zwei blaue Häuser spawnen. Das wäre mir in der Tat sehr lieb. Und würde bestimmt auch gar nicht schaden. Deswegen hoffen wir mal, dass das funktioniert, dass da oben blaue Häuser spawnen. Alright, zeitgleich können wir dann jetzt hier den mitmachen. Und das Haus einfach nach dort setzen. Dann machen wir jetzt hier ein Haus weg, aber schließen da zwei Häuser an. Also schlussendlich machen wir Plus von einem Haus. Und ich denke, das reicht erstmal. Und es entlastet halt diesen vermaledeiten Kreisverkehr hier aktuell komplett. Ich würde den Kreisverkehr erstmal bestehen lassen, dass ich nicht alles abreißen muss, wenn hier mal was Neues hinkommt. Ich rechne aber nicht damit, dass hier aktuell so schnell was Neues hinkommt. Also, perfekt. Perfekt, wirklich, wunderbar. Dieses blaue Haus da oben ist legendärst gespawnt. Es läuft sehr gut, was das Spawning gerade angeht. Ja, das kriegen wir hin. Halt! Hellblau hat sich erweitert. Das heißt, die drei werden es nicht mehr schaffen. Das heißt, wir bauen jetzt um. Ich sehe aktuell, die Autobahn hier nutzt kein Schwein mehr. Es wird sich aber relativ schnell ändern. Was ich jetzt machen will, das ist ein kürzerer Weg. Das heißt, ich traue... Okay, wie mache ich das? Warte mal. Ich will das eigentlich abreißen. Die zwei nach unten, maybe. Das werden die zwei aber alleine nicht schaffen. Brauchen die vielleicht einfach Hilfe von dort. Von dem angeschlossen nach dort. Mein Plan ist halt jetzt quasi, dass ich das so connecten kann. Da kann ich immer noch so machen. Per se nicht dumm. Dann kann ich nämlich die Autobahn nach unten bauen. Nach hier so in etwa. Ja. Das ist ein sehr rechteckiger Anschluss, gebe ich zu. Aber dem ist dann halt mal so. Dann connecten wir jetzt hier die hellblauen miteinander. Nein, nicht so. So, so, so. Nehmen wir uns eine Autobahn. So. Nach, ja, 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 ach, dort. Und machen so. Damit die Autobahn 3 quasi die hellblauen von dort nach dort verbindet. Autobahn 2 verbindet die dunkelblauen. Und Autobahn 1 ist sozusagen Entlastung für den Fall der Fälle, dass die roten kneifen. Ich glaube aktuell nicht, dass die roten kneifen. Aber für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Ja, dann ist man vorgesorgt. Ich mache jetzt auch mal den hier, dass die Autobahn nicht ganz so im Weg... Schild. Ist noch in Ordnung. Dann würde ich aber auch zeitgleich ganz gerne mal... Wartet mal. In der Tat so machen. Das mag jetzt alles noch verwirrend aussehen auf den ersten Blick. Ist es auch, weil jetzt ist es zu viel Dings. Dann machen wir so. Dann machen wir es einfach so. Das ist mir dann erstmal besser. Oh, perfekt. Dies ist gar nicht mal so verkehrt an der Stelle gespawnt. Hier wird es langsam voll. Mit anderen Worten, das Gelb wird langsam knapp. Und was tun wir gegen knappes Gelb? Richtig. Wir erweitern Gelb. Wie erweitern wir Gelb? So. Jetzt sind da erstmal wieder ein paar gelbe Häuser angeschlossen. Rein theoretisch könnten wir Grün auch noch umlegen. Wir können das ja mal kurz machen.
Über das gelbe Haus noch angeschlossen. Perfekt. Micromanagement auf allerhöchstem Niveau hier. Das Gelb ist dann nämlich auch mal für eine Weile sicher. Ich würde aber langsam echt ganz gerne... Oh, perfekt, das blaue Haus hier oben. Ich würde langsam ganz gerne echt mal wieder neue Straßen bevorzugen. Und am besten eine Autobahn oder einen Kreisverkehr. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen würde. Autobahn ist cool zu haben, aber ich brauche viele Straßen. Moment, den machen wir da hin. Bin ich sogar gewieft, den dahin zu machen. Dass wir hier halt drei Häuser nur dedicated für das hier haben. Drei Häuser hier nur dedicated für das hier. Obwohl, das ist ein bisschen Quatsch, weil das braucht mehr. Dann machen wir es lieber so. Okay, was macht das Gelbe hier? Das Gelbe hier macht langsam Probleme. Das ist schlecht. Brücke oder Kreisverkehr? Ich glaube, hier sieht es erstmal relativ gut aus, muss ich gestehen. Ich habe aber schon Kreisverkehr. Ich gehe mit der Brücke. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich mit der Brücke gegangen bin. Ich hätte den Kreisverkehr nehmen sollen. Aber wir haben hier auch noch einen Kreisverkehr, den ich aktuell gar nicht brauche. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das können wir by the way löschen. Das auch, das auch, das auch. Dann spawnt hier vielleicht noch ein rotes Haus rein und da kriegen wir noch eine Mall. Die Frage ist halt, was für eine Mall reinkommt. Welche Farbe ist halt die Frage. So, ich mache hier mal ganz kurz einen Cut rein, weil ich einfach nicht will, dass da eine Mall drum reinploppt. Also halt, hier gerne noch. Können wir die hier so irgendwie connecten. Na, hier ist der Cut ein bisschen blöd, aber ich mache den Cut hier hin. Es wäre mir sehr unlieb, wenn jetzt hier so 1, 2, 3 Malls nebeneinander ploppen. Okay, wir machen weiter. 1000 Einwohner haben wir geknackt. Nice. Los Angeles Pendler. Da ploppt die Mall rein. Und es ist eine hellblaue. Das ist per se gar kein Problem, weil die connecten jetzt einfach nach, hups, nach dort. So. Das heißt, die zwei sind auch für die Autobahn zuständig. Okay, wir machen das mit der Autobahn mal kurz ein bisschen anders. Das ist alles nur kurzfristig, das kann sich alles noch ändern, wenn es schlecht läuft. Nee, so. Aber dann würde ich erstmal die Mall gerne so angeschlossen lassen. Was macht Gelb? Gelb macht Probleme. Gelb macht Probleme. Der Call ist jetzt dafür, dass es das allerhöchste Eisenbahn ist. Okay, dann wird das abgerissen. Das hier wird ja wohl von den vier roten Häusern bepowert. Das werden die ja wohl hinkriegen. Die vier roten Häuser werden wohl das bepowern, egal was kommt. So. So wird mir das jetzt in der Tat sehr lieb. Da kommt noch ein Haus dazu. Perfekt. Rein theoretisch können wir das Haus auch zur Autobahn packen. Wenn es halt da unten nicht packt, das ist gar kein Problem. Das können wir super schnell umbauen. Und das kostet uns wirklich nicht viel. Dunkelblau fängt an, Probleme zu machen. Aber Dunkelblau hat auch noch alle Häuser da oben, die vorhanden sind dort. So, und du bist lost in der Tat. Du bist da schlecht gespawnt, Haus. Gelb hier hinten fängt an, Probleme zu machen. Alle Autos sind halt wirklich unterwegs. Ausschließlich alle. Das wollte ich nicht. Okay. Müssen wir maybe. Ich finde schön, dass das immer noch funktioniert. Da müssen wir maybe individuelle Lösungen suchen, wie das hier zum Beispiel. Ich glaube, die individuellere Lösung wäre aber, das eine Haus per Brücke da anzuschließen. Oder. Moment. Oder. Nee, die Brücke kann ich nicht löschen. Weil ich hätte sonst vorgeschlagen, wir nehmen einfach mal die ganzen Häuser hier. Hauen die zusammen. Also wenn ich die nächste Autobahn kriege, werde ich mit den Häusern da runterfahren. Weil das hier wird ja gerade von den Häusern sehr gut getankt. Maybe noch von dem und dem. Aber dann zumindest die zwei Häuser können dann da runterfahren. Da unterstützen. Da brauche ich nämlich Unterstützung an der Stelle. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Wir sehen. Guck mal, wie sich das hier entwickelt. Es sind halt wirklich alle Autos unterwegs. Das war richtig scheiße. Ich wollte eigentlich nur das da machen, so. Dass das Haus ein bisschen direkter angeschlossen wird. Hier oben sind aber noch alle Autos dort. Okay, so schlimm kann es gar nicht sein. Ich dachte, die wären gar nicht mehr da. Da dem aber eindeutig nicht so ist. Die sind nämlich eindeutig noch da. Gebe ich erstmal ein bisschen Entwarnung. Okay, rot. Rot dürfte gar kein Problem werden. Rot schaut super gut aus. Hellblau könnte noch sehr offensichtlich ein Problem werden. Vor allem das hier. Macht halt auch irgendwie Sinn. Weil das ist halt ein Kreis, der verbraucht halt viel. Dunkelblau macht richtig Terror jetzt. Auf der anderen Seite sind auch gerade sehr viele dunkelblaue Autos dabei, dorthin zu fahren. So, machen wir mal so. Weil ich das sehr gerne sehen würde. Das bedeutet für mich jetzt ganz klar, dass wir den anschließen. Aber volle Kalotte. Auch wenn es das jetzt hier ein bisschen kaputt macht, wir gehen jetzt auch maximal nur noch auf einer Speed hoch. Da wird es langsam eng. Auf der anderen Seite sind dann noch zwei. Da waren gerade eben noch mehrere Probleme. Das scheint sich also auch zu lösen. Okay, hier sind Autos vorhanden, da sind Autos vorhanden. Dunkelblau war gerade, okay, Dunkelblau war gerade so, ich sag mal,
einmal Action. Aber das scheint runterzugehen. Okay, hier nochmal ein dunkelblaues Haus. Wenn es halt hart auf hart kommt, haben wir für dunkelblau meiner Meinung nach genügend Autos. Die brauchen halt unter Umständen nur eine Weile, um dorthin zu fahren. So, gelb muckt auf. Bitte jetzt. Nein, ich krieg noch keine Sachen. Hellblau muckt auf, aber das ist in Ordnung, weil hier haben wir eindeutig genug. Das kriegen wir abgefedert. Gelb, 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 gelb. Ich brauche eine Autobahn jetzt. Fuck. Nicht ganz fuck. Deswegen lässt man sich immer irgendwo Straßen offen. Okay, ich brauche eine Autobahn jetzt, falls ich schon mal erwähnt hatte. Gelb macht hier den Abflug des Todes gerade. Nice, Autobahn. Damit machen wir es nämlich folgendes. Guck mal. Das Gelb wird von den Häusern sehr gut bepowert. Das Haus ist leer, das Haus ist leer, das Haus weiß ich nicht. Wir machen das weg. Gehen damit hier rüber. Machen jetzt, verknüpfen das. Autobahn 4. Von dort. Directly to there. Ups, to there meine ich. Das ist besser. Dann können halt hier direkt nochmal näher Autos kommen, weil ich glaube, dass das hier schneller ist, das Haus vor allem. Wahrscheinlich sogar das, als wenn die Autos hier komplett außen rum fahren. So, hier ist noch ein dunkelblaues gespawnt. Easy, ich würde das aber ganz gerne nach dort haben. Hier ist ein hellblaues gespawnt. Da ist ein rotes. Ist das ein rotes? Momentchen. Das ist ein gelbes. Ich habe keine Brücke mehr. Das ist, wie gesagt, gelb darüber. Ich könnte so machen und so. Moment mal. Ich könnte den hier machen. Nee, das ist Quatsch. Nee, das ist auch Quatsch. Wir lassen das so. Dann könnte ich aber die zwei Häuser anschließen, in der Tat. Es wäre zwar nicht perfekt und ich will lieber, dass die Autos so rumfahren, deswegen lasse ich die Häuser auch eindeutig daran, weil es die Farben separiert. Aber wenn hier hart auf hart ist, dann kriegen wir hier noch mit zwei Häusern zumindest ein paar Autos ran, weil mit grün dümpelt da so vor sich hin. Grün macht gar keine Probleme, das passt locker. Gelb ist das Problem aktuell. Gelb mit den zwei hier unten ist das volle Problem. So. Da kommen blaue Häuser ohne Ende. Es ist wunderschön, dass hier so viele blaue Häuser gerade spawnen. Also, dunkelblau hat sich gerade von einem riesigen Problemkind zu ziemlich gechillt entwickelt. Rot entwickelt sich gerade zu einem kleinen Problemkind. Jau, blau. Sympathisch bist du mir. Rot entwickelt sich gerade zu einem kleinen Problemkind. Aber das könnte sich auch relativ schnell beheben, weil bei Rot haben wir immer noch unseren Joker hier im Ärmel. Und können den dort anschließen. Ich schließe es mal an. Weil ich denke nicht, dass dieses Haus da so viel gefordert wird. Nee, so. Deswegen, why not? Okay, wo kann rein theoretisch noch so ein Gefiech spawnen? Da könnte noch eins spawnen. Die Frage ist, spawnt halt überhaupt noch irgendwas? Ich glaube, ich habe es erstaunlich gut gemanagt, muss ich gestehen. Ich mache aber ein bisschen auf schneller. Ich hätte gedacht, ich bin mittlerweile tot. Oder ich hatte mittlerweile ernstere Probleme. Ich habe ernste Probleme. Das sehe ich jetzt erst, weil die zwei gelben Häuser werden hier präferiert. Ich will das abreißen hier. Das wirklich nicht alles mit den gelben Häusern kommt. Ich will, dass so wenig wie möglich Traffic halt hier lang verkehrt. Vergesst das mit dem Abreißen. Wir setzen das sofort wieder dran. Hier geht ein bisschen die Welt unter. Ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Hier auch. Pause. Da können wir, by the way, ein bisschen was optimieren. Oh, weia. Die gelben Häuser gehen zur Neige komplett. Scheiße. Vor allem, wenn ich mal gucke. In denen da. Ist was vorhanden. In allen anderen nicht. Wir könnten die Autobahn 4 abreißen und quasi von dort nach dort bauen. Lass es mal testen. Moment. Wir testen mal was. Wir testen mal kurz was. Es können uns jetzt töten. In der Tat. Der fährt eindeutig die Power. Wir schließen das jetzt dort an, um das zu retten. Versuchen hier mit Wegeoptimierung zu arbeiten. Ich sage von dort nach dort. So. Damit die Autos da oben direkt losfahren. Perfekt. Genau das wollte ich. Ja. Und dann müsste das durch die Wegeoptimierung hier ausreichen. Das hier ist natürlich jetzt ein Kuddelmuddel. Ein wahnsinniges. Ein heilloses Durcheinander. So ist mir das schon wieder viel lieber. Ich gehe mal wieder auf einfacher Speed. Jetzt ist hier gerade eine Menge passiert. Hier haben wir ein blaues Haus gekriegt. Okay, das schließt sich wieder daran. Halt! Oh, fuck! Scheiße!
Natürlich muss es fucking gelb sein. Oh Mann! Das ist gar kein Problem. Weil wenn da 1 für 1 reicht, dann reicht hier 1 für 1. Easy. Ha. Noobs. Hier ist ein gelbes Haus. Ein legendär gespawntes gelbes Haus an der Stelle. Das habe ich gar nicht gesehen. Wird aber natürlich sofort genutzt. Okay, ich frage mich langsam, wo das Spiel noch Sachen spawnen will. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, Sachen, wo noch was spawnen kann. Halt! Haben wir gut abgeblockt. Okay, das hilft dort nochmal sehr gut. Das hier unten wird... Was machen wir mit den zwei roten Häusern? Ach, die gehen rein theoretisch da lang. Das wird eh von dort gepowert. Und hier haben wir noch 1, 2, 3 Häuser, die quasi gar nicht benutzt werden. Das ist also easy. Nicht easy, aber es sollte halt nicht. Ich betone jetzt einfach mal sollte. Upsala, sorry. Entschuldige mich für den Rülpser. Hier oben schaut es gechillt aus. Nicht gechillt, aber besser. Mit dem Haus macht es auch nochmal ein bisschen besser alles. Hier unten ist es voll. Keine Frage. Aber auch noch nicht Chaos. Auch wenn ich glaube, dass das hier gerade zum Chaos avanciert. Rot? Ja, du bist rot. Was machen wir jetzt mit dir? Hier haben wir 2 rote Häuser. Das können wir auf jeden Fall da anschließen, ohne Probleme. Das würde ich ganz gerne mal überdenken. Sollen wir das hier so ranmachen? Und so maybe halt einfach wirklich versuchen, auch noch so zu machen. Dass halt von hier die ganzen lokalen Autos eher kommen. Und die ganzen Highway-Autos, was bringt mir das Rote da oben? Eigentlich nichts. Und die ganzen Highway-Autos quasi an das da kommen, weil da haben wir viel mehr Probleme. Das heißt, ich will, dass der Highway direkt nach dort connected ist. Und das kriegen die Lokalen auch noch hin. Grün. Grün, grün, grün sind alle meine Kleidung. Ist alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Will ich den hier jetzt noch connecten? Die Grünen hat noch keine Probleme. Ich connecte ihn aber schon mal. Jetzt vergesse ich das nämlich. Ich kenne mich doch. Dann haben wir natürlich, das sind 1, 2, 3, 4 Kreuzungen, so Stück an Stück. Das können wir eigentlich verändern, indem wir sagen. So. Dann sind noch 1, 2, 3, 4, aber nicht mehr ganz so nah am Stück. Kreisverkehr oder eine Ampel? Wir nehmen noch einen Kreisel. Okay, Pause. Pause, Pause, Pause. Jetzt so ein bisschen die Frage, was ist zu tun? Wir könnten in der Tat, wenn ich mir mal das ganz kurz erlaube, das Haus ist so scheiße an der Stelle. Ohne dem Haus hätte ich jetzt nämlich gesagt, guck mal, ich nehme hier einen Kreisel zum Beispiel hin. Und das sage ich sogar jetzt mit dem Haus noch. Und disconnecten das vielleicht? Will ich das überhaupt? Nö, das will ich gerade gar nicht. Ich denke mal trotzdem, dass wir das schneller machen. Ein bisschen, weil wir hier eine Kreuzung effektiv eliminiert haben. Zeitgleich gucken wir mal, wo ist viel Verkehr. Hier. Aber hier kriege ich keinen Kreisel mehr rein, ne? Nee. Okay, keine Chance mehr an der Stelle. Hier oben wäre es vielleicht noch ganz gut, einen Kreisverkehr zu haben. Nee, ich will ihn... Wieso kann ich ihn da nicht bauen? Gerde ich nicht. Dann brauche ich ihn nicht. Nee, dann kann das alles so bleiben. Genau, perfekt, der bleibt so. Gut, dann halt nicht. Dann weiß ich nicht an der Stelle aktuell einfach nicht, wo wir einen Kreisverkehr brauchen. Da habe ich geschlafen. Dermaßen habe ich da gepennt. Im Zweifel müssen wir das hier connecten. Jawohl. Im Zweifel connecten wir das hier so. Ich baue es schon mal vor. Wenn sich das nicht sofort verbessert. Keine Chance. Wenn sich das dann nicht sofort verbessert. Los Angeles-Fahrer, was ist das für eine Errungenschaft? Achso, wahrscheinlich 2000, ne? Wie gesagt, wenn sich das hier nicht sofort verbessert, zum dritten Mal versuche ich den Satz anzufangen, dann werden diese zwei Häuser ebenfalls nach dort connected. Ist dann hier zwar ein bisschen kritisch, kriege ich den Kreisler rein. Da. Was nützt mir dort ein Kreisverkehr? To be honest? Eine ganze Menge. Die zwei nämlich weg. Nee. So. Schon eher.
Und der. Nee, das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Machen wir so, meinetwegen. Würde ich aber ganz gerne den Highway. Hab ich jetzt gerade eine ziemliche Dummheit begangen? Ich glaube schon. Okay. Bitte auch noch da unten fahren, Leute. Macht einfach mal. Außerdem habe ich gerade einen Highway gelöscht, den ich nicht löschen wollte. Mit anderen Worten, das ist ja wohl die Dummheit des Jahrhunderts gewesen. Ich wollte den Highway nicht löschen, ich wollte ihn um ein Feld verschieben. Aber ich habe ihn gelöscht mit Rechtsklick. Anstatt Linksklick zu verschieben, habe ich Rechtsklick gedrückt. Ich Flaschenhals. Wie gesagt, das war nicht so smart. Okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr an der Stelle. Und das ist jetzt hier richtig dumm. Hier wird jetzt gleich richtig Weltuntergang sein. Das sind die letzten zwei Autos, die langfahren, glaube ich. Danach haben wir hier Fiasko. Ich finde erstaunlich, dass das hält alles aktuell. Ich finde das wirklich erstaunlich, dass das Rote sich beruhigt, obwohl die roten Häuser hier alle disconnected sind. Das Highway bitte nochmal nehmen. Schon viel besser. Okay. Einmal räuspern. Wir haben, by the way, 2000 Fahrer durchknackt. Das finde ich gerade voll krass, weil die wirkliche Idee, das jetzt aufzunehmen, kam bei der Pizza Meat Challenge. Als ich es bei denen gesehen habe. Und ja, was soll ich sagen? Bram ist bei 2400 gescheitert. Und ich sag mal so, mir geht's gerade ziemlich gut. Das ist mein first try. Wie lächerlich ist das gerade? Bis zur nächsten Folge, bis in 2 Tagen am Donnerstag. Habt noch eine wunderschöne gute Zeit. Tschaußen.